Jo. Dein Vertrauen ehrt mich. Dafür schulde ich dir meinen Dank. Als Inselkönigin werde ich mich unermüdlich für die Einwohner der Insel einsetzen. Und zwar für Menschen und Pokémon gleichermaßen. Also wird sie die erste Inselkönigin. Ah. Oh, ihr habt mir zugesehen. Der Inselkönig bzw. die Inselkönigin hier wird von dem Schutzpatron der jeweiligen Insel auserwählt. Jede Bewohner der Insel kann dazu auserkoren werden. Sag, ich habe von Lili gehört, dass du erst kürzlich nach Rolo gekommen bist. Und das von ziemlich weit weg, oder? Dennoch hast du gleich einen Glitzerschrein bekommen und das ist schon etwas Besonderes. Die Ehre zum Inselkönig ernannt zu werden, wurde meinem Großvater übrigens auch zuteil. Leider verstarb er plötzlich vor einigen Jahren und so hatten wir lange Zeit keinen Inselkönig auf Pony. Ich war zwar bereit, seine Nachfolge anzutreten, wurde damals aber nicht dazu erwählt. Darum beschloss ich, ähnlich wie bei einer Inselmannschaft herumzureisen und fleißig zu trainieren. Lili, du wolltest der Inselkönigin doch eine Frage stellen, oder? Das kannst du nun tun, denn sie steht direkt vor deiner Nase. Na dann, Inselkönigin Abu, ich würde von dir gerne etwas über das legendäre Pokémon erfahren. Du möchtest also etwas über Solgaleo wissen, dem wir am Sonnenkreispodium huldigen. Meine Mutter ist in die Welt der Ultrabisschen verschwunden. Sie mag zwar ein furchtbarer Mensch sein, aber sie ist eben auch meine Mutter. Ich muss unbedingt zu ihr, nicht zuletzt, um ihr etwas zu sagen. Dafür will ich das legendäre Pokémon um seine Hilfe bitten. Ich brauche seine Kräfte, um zwischen unseren Welten reisen zu können. Ich verstehe, die Welt der Ultrabisschen. Ob diese Kreatur, die deiner Pony gekommen ist, wohl auch so eine Ultrabestie war? Ich habe zusammen mit Kapu Kime versucht, sie zu bekämpfen, jedoch ohne Erfolg. Also gut, ich werde dir erzählen, was ich weiß. Vielen Dank. Es ist aber nicht viel. Ich weiß nur, dass man am Podium ein Ritual für das legendäre Pokémon abhalten muss. Ein Ritual, bei dem man zwei Flöten erklingen lässt, um dem legendären Pokémon irgendwie Kraft zu schenken. Das ist die Mondflöte. Anscheinend war sie im Besitz meiner Mutter. Oh, das sieht ja aus wie die Flöte aus dem See auf Ula Ula. Die andere befindet sich auf Kukowai Island. Ich weiß zwar nicht, warum sie gerade an jenem Ort zu finden ist, aber der Überlieferung nach gehört sie dorthin. Kukowai Island. Ich erinnere mich dunkel, darüber gelesen zu haben. Wenn mir nicht alles täuscht, ist das eine unbewohnte Insel vor der Küste von Pony. Na dann, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Auf zum Dorf des Seevolks, ihr solltet mit seinem Oberhaupt sprechen. Lady, du musst auf Campus reiten. Die Szene war auch immer geil gemacht, ne? Also, einen Schritt zurück quasi wieder. Einen Schritt zurück. Kann ich hier auch fliegen eigentlich? Nein, falsch. Kann ich auch mit Glurak zurückfliegen? Geht ein bisschen schneller. Nein, ist mir nicht gestattet hier in den Ruinen. Aber hier wahrscheinlich, ja. Okay, hier oben ist auch noch etwas. Dorf des Seevolks, Kukowai Island. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Also fliegen braucht man ja auch nicht so oft. Danke und danke, Bambus. Dafür sind Freunde doch da. Freunde? Ein so talentierter Trainer wie Kapu betrachtet mich als Freundin? Nochmals danke, ich werde nicht aufgeben, was auch geschieht. Sprich am besten mit dem Oberhaupt des Seevolks, wenn du Kukowai Island einen Besuch abstatten möchtest. Ich wünsche eine gute und sichere Reise. Warum nur sie? Was ist mit mir? Ich werde außen vor gelassen, ihr gnadenlos. Da werde ich mitfahren, so, ja.
Eine Mitfahrer. Okay, sie geht in irgendein Restaurant, da wollte ich gar nicht hin. Die ist einen weiter unten gewesen. Ja. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit da unten, ganz einfach. Immer schön der Karte folgen. Ja. Okay, könnt ihr jetzt nochmal kurz sagen, ob es nochmal neue Items gibt? Habt ihr sie gefunden? Ja! Und Kabus ist hier die neue Inselkönigin. Ja, das ist doch wunderbar! Da würde sich ihr Großvater befreuen. Ja, sie will sich für einen verschkommenen Großvater sicher ordentlich ins Zeug legen. So wie ich. Ich muss ja auch mein Bestes für Mutter und Wölkchen geben. Und wir kennen nun auch unser nächstes Ziel. Kokobai Island! Kokobai Island! Ach, ihr meint, wo sich die Fürde befindet. Naja, die Inselkönigin habt ihr ja schon getroffen. Und da der Captain Pony gerade nicht da ist, könnt ihr die Prüfung für die Inselmannschaft ja fürs erste eh nicht ablegen. Also gut, dann ab an Bord mit euch. Mein Schiff, die Carpador, bringt euch ganz gemütlich ans Ziel. Carpador. Oh ja, das ist wirklich ein Carpador. Gemütlich. Okay, unter Gemütlichkeit verstehe ich was anderes. Keine Karte? Warum ist der nicht unbewohnt? Kokobai Island. So, da wären wir eigentlich. Kokobai Island. An diesem Ort wurden früher anscheinend auch Prüfungen abgehalten. Naja, viel Glück euch beiden. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach der Flöte. Ich glaube, so langsam verstehe ich, dass Trainern, die ein Pokémon an ihrer Seite haben, nichts im Weg steht. Los, komm endlich! Wie war sie früher, hätte ich gefragt? Ganz anders. Okay, ran an die Arbeit. Für mich ist ein Trainer jemand, der zusammen mit seinem Pokémon eine Tür in die Zukunft öffnet. So sehe ich dich zumindest. Und auch Tali und Kapu ebenso. Das ist ein Kokobai, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ah! Ja. Ja, Alola Kokobai. Drachepflanze. Ja. Guck, ob ich das fangen darf. Schnüffler. Na, der Bohrschnabel wird wahrscheinlich schon fast ausreichen. Ja. Drache, das ist jetzt ein Drachen-Pokémon geworden. Drache-Pflanze. Bin ich vielleicht erschrocken, das war ein Kokobai, oder? Hast du gesehen, wie groß das war? Das muss an dem Klima hier in Alola liegen. Deswegen hat man Kokobai hier auch eine eigene Form gegeben. Alter Schwede! Jetzt fängt es an zu regnen. Es regnet ja. Weißt du, was Gutes oder weißt du, was Schlechtes? Eigentlich immer was Schlechtes. Ja, nur regnet es also auch manchmal was. Mein Rock ist ein wenig nass geworden. Jedes Mal, wenn es regnet, erinnere ich mich an ein Erlebnis aus meiner frühen Kindheit. Ich hatte einen Film gesehen, in dem alle im Regen sangen und tanzten. Das wollte ich dann auch unbedingt einmal machen. Als mich Mutter im Regen tanzen sah, lief sie ganz eilig nach draußen, um dabei an den Regenschirm zu denken. Und dann lächelte sie plötzlich und fing an, mit mir zusammen im Regen zu singen und zu tanzen. Wir holten uns aber natürlich beide in Erkältung. Sie ließ mich bei sich in ihrem Bett schlafen. Ich war so glücklich, dass ich sie mehrmals aufweckte, weil ich es kaum glauben konnte. Aber irgendwann feindete Mutter sich dann. Sie hatte plötzlich nur noch die Ultrabisschen im Sinn. Null und Wölkchen. Sie mussten beide so schrecklich leiden und ich konnte nichts tun. Aber weißt du was? Jedes Mal, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß, kommst du und hilfst mir. Und zeigst mir immer und immer wieder, dass man doch etwas bewirken kann. Schon unsere allererste Begegnung. Wölkchen wurde angegriffen und ich konnte nur tatenlos zusehen. Und auch im Ätherparadies. Ich konnte nichts tun. Außer darauf zu warten, von dir und anderen gerettet zu werden. Wann immer ich in Schwierigkeiten stecke, bist du zur Stelle.
Punkt, Punkt, Punkt. Sag mal, weißt du denn schon, was du tun willst, wenn deine Wanderschaft vorbei ist? Okay. Es muss toll sein zu wissen, was man will. Ich bin ja nicht wirklich drum. Ich denke, ich möchte auch gerne ein Trainer werden und mit dir auf Reisen gehen. Ich aber nicht mit dir. Oh. Das war ein kurzer Regenschauer. Ich dachte, da kommt jetzt ein Pokémon von hinten. Irgendwie sowas. Ich würde sagen, das ist ein gutes Omen. Nö, ich will mich von ihr nicht abhängen lassen. Nur ich gehe jetzt mal mit Absicht den Berg hier hoch. Ach, weil sie da oben auch schon steht. Auf dem altertümlichen Sockel liegt eine Flöte. Willst du die Flöte an dich nehmen? Ja, bitte doch. Du hast die Sonnenflöte erhalten. Nice! Jetzt haben wir beide Flöten, die Sonnenflöte und die Mondflöte. Ob wir damit wirklich das legendäre Pokémon beschwören können, weiß ich nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Vielen Dank! Los, gehen wir wieder zum Oberhaupt des Seevolkes und fahren zurück nach Pony. Boah, war das das einzige Kokobei, was man fangen konnte. Das wäre ein bisschen traurig, ne? Da wären wir wieder. Jetzt geht ihr zum Podium, um die Flöten zu spielen, oder? Das Podium befindet sich im hintersten Winkel des Canyons von Pony. Auf dem Weg dorthin lauern viele Gefahren auf euch. Der Canyon von Pony ist vergleichbar mit einer Prüfung in die Natur, ist ihr Captain. Es ist nicht weit von Kapus Haus entfernt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Okay. Über den alten Pfad gelangen wir dorthin. Alles klar. Dann machen wir das doch noch. Dann gehen wir noch dahin. Und dann ist auch die zweite Session für heute vorbei. So. Hier links war ich noch nicht. Ja, okay. Der will wahrscheinlich kämpfen. Hier finden wir nochmal einen Topschutz. Der Würfel. Vervollständigt. Ah, hat die mich doch noch erwischt. Ja, okay, die machen wir dann noch. Dich nehme ich noch mit. Ach, hat eh nur ein Pokémon, okay. Ach, kommt der wie gerufen. Ach nee, doch nicht. Verändert er jedes Mal seine Form? Sieht fast so aus. Schnabelkanone. Aha, Spiegeltrick! Verarscht! Immer noch verarscht! Der ist doch schneller. Boah, warst du schlecht, ey. Warst du eine schlechte Tänzerin? Jetzt ist mir wahrscheinlich Spiegeltrick. Da sind noch Bären, hier ist noch ein Item. Noch ein Sonderbonbon, alles klar. Oh. Ein Pokémon. Ach, du schon wieder. Du mit deinen Boxhandschuhen. Vergreifst dich einfach an den Bären. Oh, 43. Okay. Sehr effektiv und down. Eine Salka-Bäre, eine Schuke-Bäre, eine Rospel-Bäre und eine Guaco-Bäre. Erinnert mich an Kakao. Keine Ahnung warum. Okay. Also hier scheint nichts mehr groß zu sein, außer den Trainer da. Die wollen wir hier alle gekonnt ignorieren. Oh, man muss ja echt in das hohe Gras durchlaufen. Aber das geht ja noch. Ja,
Lass ich die kleinen Bären, lass ich Bären sein. Ja, genau, gegen die haben wir schon alle gekämpft. So. Ich denke mal, dass uns da auch noch mal ein paar Trainer beim nächsten Mal über den Weg laufen. Oder Team Skulk. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Sonne.